Was geht ab, meine Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute 10 Fragen an Paul Janke, Antonia Hemmer. Wir sind jetzt zusammen auf Bali, hatten eine coole Zeit. Und ja, bevor ich euch natürlich die Fragen eurer Community stelle, wäre es doch erstmal zu schön, oder wäre es erstmal schön, dass ihr euch vielleicht mal... Ihr könnt auch gerne in diese Kamera gucken oder die, wo ihr wollt. Wir haben ja zwei Dinger stehen. Ja, wie war denn so die Zeit hier auf Bali? Ihr fliegt ja morgen, ne? Ja! Okay, ich glaube, ich fange einfach mal an. Nee, es war eine sehr, sehr wunderschöne Zeit. Ich war noch nie auf Bali und muss sagen, bin positiv überrascht vom Dschungel, von der Natur, von den Menschen. Wovon ich allerdings ein bisschen enttäuscht bin, sind die Strände. Da muss ich sagen, kenne ich Thailand wirklich als besseres Reiseziel für Strände. Aber ansonsten bin ich wirklich positiv überrascht. Es ist wunderschön. Also, wolltest du auch noch meine Meinung hören oder fällt die aus heute? Deine natürlich auch. Okay, also ich frage nur. Also ansonsten kannst du auch sprechen. Also ich, für mich war es ja auch das erste Mal. Also man hat mich hier entjungfert sozusagen mit Bali. Und ich hätte jetzt auch gedacht, dass die, von den Stränden war ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht, aber vom Landesinneren, von dem grünen Part, die wir jetzt die letzten Tage erlebt haben, bin ich absolut begeistert. Also schön, dass wir das jetzt wirklich auch noch mal erlebt haben, die letzten Tage wirklich in der Natur, in der Wildnis, mit Einheimischen. Mhm. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben und hat mir jetzt noch mal ein ganz anderes Bild von Bali gegeben. Und das ist das eigentliche Bild. Und darum bin ich super dankbar für die letzten Tage. Natürlich für die ganzen Tage, die traumhaft schön waren, aber insbesondere die letzten Tage in der Natur waren der absolute Hammer. Kann ich nur zurückgeben. Während ich jetzt das weiterführe, das Interview, seht ihr nebenbei mal so ein bisschen, was der Paul jetzt meinte. Dann lasse ich mal so ein paar Drohnen-Shots hier auch reinfliegen ins Interview. Und ja, aber wir wollen ja jetzt ja praktisch so nicht privat so viel jetzt hier unseren Talk, unser Urlaubsreview machen. Wir haben jetzt 10 Fragen von eurer Community bekommen. Und die werde ich jetzt euch stellen und dann freue ich mich einfach auf locker, lässige, coole Antworten. So, also, dann fangen wir jetzt an mit dieser Fragerunde und dann können wir nochmal zum Schluss auf jeden Fall nochmal ein kleines Feedback geben. Aber ansonsten bin ich auch sehr positiv von diesem, also insgesamt den Urlaub überrascht und auch allgemein von Paul habe ich ja vorher nicht gekannt. Antonia kannte ich ja schon ein bisschen, ne? Aber beide super Kombinationen, ja, wir haben wirklich gehasselt, immer geholfen, nicht rumgemeckert, einfach gemacht, getan und haben coolen Content gemacht und da bin ich auch dankbar. Und ja, genauso freue ich mich jetzt auch auf dieses Interview hier. Es ist immer so ein bisschen, manchmal so ein bisschen Film, hier alles aufzubauen, aber jetzt, wo alles steht, ist es entspannt. Wenn er erstmal steht, dann läuft's. Wenn er erstmal steht. Wir werden das so aufsplitten. Ich werde 5 Fragen an Paul stellen und 5 Fragen an Antonia. Aus dem einfachen Grund, weil ich es jetzt zusammen mache, das Interview, ist es einfach so, weil diese Kombination so ist. Das heißt ja 10 Fragen an, deswegen machen wir insgesamt 10 Fragen, weil sonst wird es ja 20 sein. Das wäre ja nicht mehr das Format. Also, die erste Frage geht an dich, Paul. Ja, Ladies first. und zwar wurde gefragt, warum bist du immer noch Single eigentlich? Oder warum bist du so oft Single? Naja, was heißt oft Single? Ja, jeder interessiert sich natürlich für meinen Beziehungsstatus. Ich habe natürlich im Fernsehen die Frau meiner Träume gesucht, damals nicht gefunden. Und deshalb liegt irgendwie bei mir immer der Fokus, wenn es was ist mit den Frauen. Ja. Und erstmal glaube ich, dass ich kein einfacher Typ bin, dass ich sehr anspruchsvoll bin, sehr wählerisch bin. Und dass die Frau auch ein dickes Fell haben muss an meiner Seite. Das ist gar nicht so einfach und ja, es muss halt für mich vieles passen, ja, also das ist so das Gesamtpaket. Ich möchte wirklich, also klar muss sie mir ja optisch gefallen, das ist schon mal das Erste, leider bin ich da ein bisschen oberflächlich, aber es würde sexuell halt anders nicht funktionieren. Und auch ansonsten, die muss halt vieles mitbringen. Ich liebe fröhliche Menschen, die Humor haben, die irgendwie eine gewisse Intelligenz mitbringen. Also dieses ganze Gesamtpaket, das ist nicht easy zu erfüllen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich die letzten 10 Jahre Single war. Ich hatte auch eine längere Beziehung, die habe ich auch nicht verheimlicht, weil es heißt jetzt bei KDHS, oh, Paul hatte heimlich eine Freundin. Wir haben es nur nicht an die große Glocke gehängt. Das war jetzt auch nicht nur aus meinem Ermessen, sondern im Allgemeinen auch sie war
damals gerade in der Scheidung und da passte es auch bei ihr nicht so rein. Insofern haben wir das jetzt nicht an die große Glocke gehängt, aber jeder wusste es, auch RTL oder so wusste es, also dass sich da jetzt was verheimlicht war. Auch die Zeitungen haben darüber geschrieben, wir haben halt nur nie ein Statement dazu gegeben. Also das heißt nicht, dass ich jemanden verheimliche. Insofern ja, ist das, glaube ich, die Schwierigkeit, dass ich sehr, sehr wählerisch bin und dass es aber auch mit mir nicht einfach ist, weil ich natürlich schon viel unterwegs bin, auch immer Mädelskontakt habe, wenn ich jetzt irgendwo gebucht bin. Da muss schon eine Frau an meiner Seite sein, die das auch verkraftet und mir da vertraut und nicht unbedingt eifersüchtig ist. Oh, geil, finde ich gut, ehrlich geantwortet. Mit viel Information. Also das heißt im Endeffekt, aber hast du auch, also bei mir ist es so, hast du auch Angst, so ein bisschen auch vielleicht verletzt zu werden, dass du dich öffnest? Oder bist du da einfach nur, das ist einfach wie gesagt, dass du da eher mehr den wählerischen Part hast, wo du sagst, okay, ich bin halt wirklich anspruchsvoll und... Also ich bin natürlich, dass das Schwierige dabei ist, umso älter man wird, umso mehr weiß man, was man möchte und nicht möchte. Ja? Und umso länger man Single ist, umso schwieriger wird es irgendwann, weil man sich so daran gewöhnt hat, ich liebe einfach meine Freiheit. Ja? Es geht nicht darum, was du... Ich kann, wenn ich Golf spielen will, dann gehe ich Golf spielen. Wenn ich in Urlaub fliegen will, dann fliege ich in Urlaub. Wenn ich jetzt eine Chippendales-Tour mache, wo ich 2 Monate unterwegs bin und immer 5000 kreischende Frauen da sind, dann mache ich das. Ja? Mhm. Ich muss niemanden fragen, ich kann einfach machen. Und natürlich ist es oftmals so, dass die Mädels vielleicht auch im ersten Moment sagen, ja, kein Problem oder so. Aber mit der Zeit ist es dann manchmal leider ein Problem. Und insofern ist das manchmal schwierig. Was sagst du da so als Frau, wenn du das so hörst? Ja, also ich kann Paul natürlich total verstehen. Ich muss auch sagen, nach meiner Trennung jetzt von Patrick, bin ich absolut fein und bin gerne Single, genieße natürlich auch aktuell meine Freiheiten. Ja, man wird halt einfach in dem Punkt bequem. Ich glaube auch generell, unsere Generation entwickelt sich einfach darauf hin, irgendwie, weiß ich nicht was, sich alle Vorzüge einer Beziehung rauszunehmen, aber letztendlich eine Beziehung zu führen, ist sich irgendwie jeder zu schade. Ja, wird leider irgendwann so kommen, dass alle nur noch irgendwie wahrscheinlich was Offenes führen oder nichts Ernstes. Also ich glaube, dass das in 100 Jahren gibt es wahrscheinlich niemanden mehr, der wirklich lange zusammen ist oder nur noch wenig Pärchen. Ja, also ich glaube, das ganze Thema mit der Monogamie, mit einem Partner, wie es einem vorgelebt wird, das ist halt wirklich eine Frage, ne? wie man das, ich glaube, dass sich viele auch selber belügen, ja. Ich würde mir wünschen, ich meine, meine Eltern haben es vorgemacht, waren über 25 Jahre verheiratet, man hat es früher so gemacht, aber ich glaube, dass sich oftmals mittlerweile die Leute sich selber belügen, indem, weil es irgendwie von der Gesellschaft vorgegeben wird, man hat einen Partner, und das ist das, was das Richtige. Aber in der heutigen Zeit hat man so viele Möglichkeiten. Man hat immer wieder Kontakt. Man muss heutzutage nicht mal mehr in die Disco gehen, um jemanden kennenzulernen. Das geht alles über Apps, Social Media, Tinder, wie auch immer. Die Möglichkeiten sind da so groß, dass es, glaube ich, immer schwieriger wird, jemanden zu haben, wo man sagt, ja, der gibt mir alles, was ich brauche. Klar, auf der einen Ebene, dass du jemanden hast, der loyal zu dir ist, der hinter dir steht, der dir Halt gibt, auch in schlechten Zeiten. Das ist das Schönste auf der Welt, glaube ich. Trotzdem, auf der anderen Seite, das Sexuelle ist natürlich auch da, ja. Und natürlich ist es nach 30 Jahren Ehe nicht mehr so aufregend, als wenn du jemanden neu kennenlernst, ne? Und da muss man sich dann halt einmal die Frage stellen, was möchte man, was für ein Beziehungsmodell spricht einen an oder was möchte man führen? Ich würde mir wünschen, ich lerne eine Frau kennen und laufe mit 80 Hand in Hand am Strand lang und guck nicht nach rechts oder links. Aber ist das realistisch? Ist das so? Ich stelle mir im Moment öfter mal die Frage und weiß es selber noch nicht. Ja, da hat er natürlich recht, weil halt im Endeffekt, also ich finde das auch so, dass ich glaube, dass diese Oma-Opa-Beziehung, die unsere Großeltern geführt haben, einfach gar nicht mehr in diese Zeit reinpassen. Wir sind nur unterwegs. Welche Frau macht das irgendwie mit, dass du zum Beispiel, wir sind ja auch im Fernsehen, halt, ne? Also alle drei sind im Fernsehen, haben diese Fernseherfahrung und ihr wisst, wie das ist, dass man einfach fast noch nicht mehr Zeit für sich selbst hat. Da macht man Social Media noch, du lebst von Social Media, Antonia weiß das. Du hast halt natürlich auch anders, du hast ja gesagt, du machst jetzt nicht so Social Media, dies und das, kommst, machst Events, TV-Auftritte, dies, das und so. Ne? Aber wir jetzt gerade, ich bin damit aufgewachsen, man hat noch nicht mal Zeit für sich am Tag, wenn man wirklich richtig das hier alles macht, zum Beispiel auch hier, ihr wisst es ja selbst, ihr habt ja gesehen, wenn ich jetzt
wirklich Vollgas gebe, wie ich arbeite, dass du immer Content bringst. Und ich glaube, dass es halt einfach auf Dauer nicht jeder irgendwie mitmacht. Und vor allem auch Frauen waren damals so halt vom Mann abhängig. Der ist arbeiten gegangen, die Frauen waren zu Hause. Das war das Normale gewesen. Weißt? Und heute sind die Frauen nicht mehr so abhängig vom Mann. Die machen ihr eigenes Ding selbstständig. Und das heißt, da ist es nicht mehr so, dass sie so gebunden sind an den Mann. Die Zeiten haben sich geändert und ich bin voll damit auch okay, dass ich halt auch von mir aus Sequenzen in meinem Leben habe, wo ich halt einfach sage, okay, jetzt gehe ich mal 2 Jahre mit der Frau und danach sagt man vielleicht mal Tschüss oder sowas und macht mir was Neues, so wie es einfach passt. Ich glaube, man sollte heute viel mehr einfach weniger nachdenken, wie lange es geht, sondern einfach leben im Moment. Passt es nicht und Erfahrung mitsammeln. Das hat sich so alles gedreht, die Zeit. Also so ist mein ich auf jeden Fall. Also finde ich gut. Oder wie siehst du das noch kurz als Feedback? Kurz Feedback noch so? Was nee, also ich würde mir, klar, also ich kann euch beiden da natürlich nur zusprechen, zustimmen. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich ein absoluter Beziehungsmensch bin. Also ich finde die Zeit einfach zu zweit schöner als alleine. Klar, natürlich weiß man, bevor man eine Beziehung eingeht, weiß man nie, wie lange es hält. Mhm. Aber wenn ich in eine Beziehung eingehe, habe ich immer den Wunsch, dass es für immer hält, weil sonst also fange ich gar keine Beziehung erst an. Und weiß nicht, ich kann mit so einem Beziehungsmodell Freundschaft plus, ich glaube, da sind Männer eher einfacher gestrickt, aber ich als Frau kann mit Freundschaft plus nicht langfristig was anfangen. Also ich glaube, im Endeffekt wird eh einer von beiden immer nur enttäuscht. Oder es ja, entwickeln sich Gefühle, am Ende endet es eh nur im Streit. Deswegen ja, weiß ich nicht, was ich so wirklich von Freundschaft plus halten soll. Für mich ist es eine Beziehung, die einfach nur nicht ausgesprochen ist, weil einer zu bequem ist. Ich hätte super Freundschaft plus geführt, auch es geht auch. Aber wisst ihr was? Lasst es uns mal gerne wissen in den Kommentaren, was ihr darüber halt einfach, oder was ihr, das, was wir gerade besprochen haben, haltet. Also, lasst uns einfach wissen, lasst uns einfach mal in den Kommentaren wissen, was ihr über dieses Thema denkt. Weil ich glaube, da könnten wir jetzt Stunden reden, weil ich eine andere Sicht habe, Antonin und Paul. Aber danke auf jeden Fall für die ehrliche Antwort. Und jetzt gehen wir mal rüber zur ersten Frage an Antonia. Okay, und dann fangen wir direkt mal auch mit einer Frage an, die wahrscheinlich auch viele deiner Zuschauer mal gerne mal in Ruhe beantworten wollten. Nicht zum Beispiel irgendwie jetzt über Instagram-Stories oder sonst was. Einfach mal jetzt hier auf entspannt, wirklich fern von allen. Wie stehst du denn aktuell, wurde gefragt, noch zu Patrick Roma? Ich muss sagen, dass ich zu Patrick eigentlich sehr neutral inzwischen stehe. Ich habe jetzt kein Problem mit ihm. Wir sind im Guten quasi auseinandergegangen. Also wenn ich ihn irgendwo sehen würde, würde ich mich auch normal mit ihm unterhalten. Ich bin dankbar für die Zeit, die wir hatten. Es war auch nicht alles schlecht, aber ich muss sagen, ich habe mich einfach von ihm distanziert. Ich habe ihn überall gelöscht, er mich auch. Und ich glaube, das ist in dem Moment erstmal besser so. Und warum löscht man sich dann so im Moment, wenn man sich mal gut trennt oder möchte man nichts mehr sehen von? Ja, weil man, glaube ich, einfach in dem Moment erstmal nichts mehr voneinander sehen und hören möchte, um sich auch einfach gegenseitig in Ruhe zu lassen, um das einfach runterzukochen, sich vielleicht auch nicht zu verletzen. Und ja, ich glaube, das ist einfach erstmal besser so. Also, hake ich nicht weiter nach. Eure Frage wurde damit gerade beantwortet. Nein, es ist wirklich alles gut zwischen uns. Es gab jetzt keinen Rosenkrieg. Es gibt ja auch Pärchen, die trennen sich in der Öffentlichkeit und reden dann nur noch über Anwälte. Also so wäre das jetzt nicht. Klar, wenn ich ihn irgendwo jetzt zufällig sehen würde, würde ich ihn kurz grüßen, würde Hallo sagen, aber mehr auch nicht. Also ja. Das Ding ist für mich zu 100% durch. Das wird mich auch immer, werde ich auch immer gefragt, ob ich mir da nochmal was vorstellen könnte oder ob da irgendwann in der Zukunft nochmal was passieren wird zwischen mir und ihm, ob es da nochmal ein Comeback gäbe. Aber da muss ich sagen, ist es komplett durch. Ja. Wenn ich einmal mit einer Person abgeschlossen habe, dann für immer. Und das ist eben auch mit Patrick der Fall. Aber dann würde ich dann trotzdem noch mal eine Frage stellen, weil man muss auch mal eine Sache sagen da draußen. Das kannst du wirklich mal ehrlich beantworten. Ihr habt ja wahrscheinlich Sommerhaus der Stars gesehen. Und zu der Zeit waren wir zusammen auf Mallorca. Ich habe das mitbekommen. Und so wie Patrick da in der Show war, war das privat so oder war das showabhängig? Nein, also man muss dazu sagen, dass das schon in der Show extrem war. Also so war er natürlich nicht immer zu mir. Patrick ist jemand, der sehr ruppig manchmal sein kann, der so redet, der es aber auch teilweise nicht so meint. Ne? Also er wurde halt auf dem Hof einfach so erzogen, hey, Arbeit, okay, ey, da geht auch sein Papa redet so mit ihm. Ne? Wenn die irgendwie zusammen auf dem Feld sind, dann wird da nicht irgendwie schön lieb miteinander gesprochen, sondern geht's, hey, mach mal hin jetzt, hopp, zack, zack. Mhm. Und ja, so ist er dann halt auch teilweise mit mir umgegangen, auch während der Spiele im Sommerhaus. Er ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch und deswegen ja, kam da halt einfach so seine böse Art immer durch, aber natürlich war er nicht immer so zu mir. Also auch er war liebevoll und hat mich größtenteils eigentlich gut behandelt, muss ich an der Stelle sagen. Also da muss ich ihm auch ein bisschen in Schutz nehmen. Klar, im Sommerhaus war das alles sehr extrem, war auch eine Ausnahmesituation, wurde natürlich auch ein bisschen extremer dann letztendlich geschnitten. Aber auch er hatte gute Seiten und hat mich geliebt.
Also muss man mal echt so sagen, so nach all dem, was passiert ist da in dieser Richtung hier, ist das wirklich auch, zeigt das auch Größe. Junges Mädchen, andere Frauen könnten jetzt richtig abhetzen, richtig durchdrehen oder sonst wie über die Person reden, ne, wenn man es einfach mal so ein bisschen folgt. Also das zeigt auch Größe, dass du so redest. Ich glaube, damit ist das Ding bei euch auch wirklich durch. Wenn man so mit Menschen redet, würde ich euch immer empfehlen, eure Wut, die ihr habt, lasst die raus, schließt ab damit. Es bringt nichts nachzutreten, das bringt euch nichts. Versucht im Guten zu sein, weil man sieht immer das große weiße Tuch, dann den kleinen schwarzen Punkt, den man dann immer sucht. Aber man hat sich auch mal irgendwo geliebt. Und das ist wirklich schön, dass du da so denkst. Finde ich gut. Das ist wirklich, das zeigt Größe. Dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar, wie fühlt man sich eigentlich als Bachelor? Also jetzt oder damals oder... Insgesamt, vielleicht kannst du ja mal erzählen. Viele wissen ja gar nicht, zum Beispiel die Information, das bist gar nicht übrigens der erste Bachelor, ne? Das hast du ja auch... Ja, du, Bachelor ist natürlich jetzt die Dreharbeiten, glaube ich, 12 Jahre und ansonsten Ausstrahlung 11, glaube ich. Es ist ja kurz hintereinander, aber es ist 11 Jahre her, also ist natürlich schon eine Zeit vergangen. Ich war nicht der Erste, es gab 8 Jahre vor mir einen noch. 8 Jahre? Vor mir, und dann hat es aber nicht funktioniert. Also noch kurz zu realisieren, 8 Jahre heißt, wann wurde das erste Mal Bachelor? 2003 oder 4. 2003, und das war ein Flop, oder was? Ja, was heißt Flop? Ich glaube, es war noch nicht die Zeit von Reality. Und das hat damals nicht funktioniert. Und dann haben sie es eingestellt und 8 Jahre später halt mit mir wieder angefangen. Und dass das dann so funktioniert hat, hatte natürlich mehrere Gründe. Es lag jetzt nicht an meiner Person, aber ich glaube, Reality war angekommen in der Gesellschaft. Und ja, dann ist das voll durchgestartet. Und davon habe ich natürlich profitiert. Habe niemals damit gerechnet, dass das so durch die Decke geht. Und ich wollte eigentlich 3 Monate später wieder in meinen alten Job zurück. Das heißt, erstmal noch mal ganz kurz, gibt es noch Möglichkeiten, war der erste Bachelor im Fernsehen? Kann man sich das noch mal irgendwo angucken, den allerersten? Also es war im Fernsehen, aber ich glaube nicht, dass du es dir irgendwo angucken kannst. Auch meine Staffel kann man sich nicht angucken. Also es gibt so ein Best-of von meiner Staffel, aber die komplette Staffel, die habe ich zu Hause, aber normal kannst du die nicht angucken. Die würde ich mir tatsächlich gerne nochmal angucken, jetzt gerade vor allem. Weißt du, wie viele Leute mich danach fragen, wo kann ich deine Staffel nochmal gucken? Ich bin ehrlich, ich würde jetzt vor allem auch gerade nach der Sache hier nochmal, wo man sich auch mal anders kennt, würde ich mir das nochmal reinpfeifen. Oder meinst du, ich soll lieber nochmal so eine Opa-Senior-Staffel machen? Ich finde, die sollten nochmal ein Classic machen mit Paul Janke. Nochmal ein Classic, so Jubiläum, nachher nochmal neu, nochmal so älter. Das ist also auch mega interessant. Stand ja schon mal im Raum die Frage, ist natürlich immer die Frage. Ne? Ich habe mir natürlich mal die Frage gestellt, ist das dann so wie so ein zweiter Kinoteil? So der erste war wow und dass der zweite dann so ein bisschen floppt? Nein. Man weiß es halt nicht. Ja, ja? Insofern, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich meine, die Mädels werden natürlich jetzt älter. Ne? Ich meine, die können ja nicht in Antonias Alter sein, also jung. Wie war das denn damals? Wo hast du vorher gearbeitet, meinst du gerade? Und wie kamst du überhaupt dazu? Wie kam denn die Anfrage und wie ist es durchlaufen, dass du dann der Bachelor geworden bist? Also, ich habe ganz normal mein Abi gemacht, habe dann Zivildienst gemacht, habe dann angefangen zu studieren, habe auch fertig studiert, bin Diplomkaufmann, habe also damals BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert. Mhm. Damals gab es noch Diplom, jetzt ist ja Bachelor oder Master. War halt dazwischen so 4 Jahre und dann bin ich ganz normal, habe ich im Sales angefangen zu arbeiten und irgendwann kam über Xing eine Anfrage. Xing? Xing, Crossing. Das ist, Xing ist eine Plattform wie Facebook, nur auf Business bezogen. Das heißt, da steht studiert, deine Jobs, was du gemacht hast beruflich. Das ist auf Beruf gemünzt, ja. Aber ganz bekannt. Also und... Ist sowas wie LinkedIn? Ja, es ist wie LinkedIn. Sagt dir LinkedIn was? Ja, klar. Ja, das ist okay. Partner zu LinkedIn eigentlich. Und da habe ich eine Anfrage gekriegt, Mensch, bist du Single? Wir würden gerne, Traumfrau gesucht, haben sie es damals genannt. Ja, die haben mir nicht gesagt, der Bachelor oder so. Kommt ja aus Amerika groß. Ne? Also ist ja das Format aus Amerika gewesen. Und ich wusste gar nicht, worum es sich da dreht. Und ich hätte mich jetzt auch nie beworben, ja. Und mein Papa ist ein Jahr vorher gestorben. Und wenn mein Papa noch gelebt hätte, der hätte mir die Ohren lang gezogen. Der hätte gesagt, sag mal, Junge, du spinnst doch. Geh normal arbeiten, mach dein normales Ding. Und ich hätte das niemals gemacht, ja. Und mein Papa ist ein Jahr vorher verstorben. Und dann dachte ich, Mensch, scheiß drauf. 8 Wochen Südafrika, 20 Chicks. Why not? Ja, also, was hast du zu verlieren?
Und dann war natürlich Casting bei mir zu Hause gedreht, Vorstellung und ja, am Ende, warum auch immer, bin ich's geworden, haben sie mich ausgesucht. Da habe ich auch damals kein Social Media. Heutzutage machen ja alle mit, um irgendwie Follower zu generieren, Aufmerksamkeit. Ich wollte wirklich 3 Monate später wieder in meinen normalen Job. Ich wusste ja jetzt auch nicht, was für ein Hype das ergibt. Ja? Also ich war jetzt damals nie gewollt ins Fernsehen. Ich bin auch wenn das viele Leute überhaupt nicht glauben, ich bin ein absolut schüchterner Typ normal gewesen. Ich habe nie in meinem Leben eine Frau von mir aus angesprochen. Durch meinen Job natürlich in den letzten Jahren bin ich offener geworden und nicht mehr so schüchtern. Aber ich bin jetzt kein Draufgänger-Typ, was jetzt vielleicht viele denken würden. Und die ursprüngliche Frage, wie hat man sich dann damals dann als Bachelor so gefühlt? Wie wurde man behandelt und wie war denn der Hype? Ja, ich meine, du warst natürlich Baba, ja. Du warst der Mann, 20 Frauen und sie hatten halt keine andere Wahl, entweder mich oder kein, ja. Also trotzdem war es gar nicht so einfach, wenn du da 20 Frauen vor dir stehen hast. Klar, du bist der Hahn im Korb und kannst entscheiden, aber den allen das Recht zu machen, warum hast du mit der länger gesprochen, wieso hast du mit mir so wenig gesprochen, das war gar nicht so einfach. Aber in der Show, als ich dann veröffentlicht worden bin, mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht, bin vor die Tür gegangen und war halt ja ein richtiger Hype danach, ja. Also das Leben hat sich schon verändert danach. Weißt auch einfach nach der ersten Staffel, er ist ja dadurch anerkannt, der erste Bachelor, weil es ja dann da losging. Und wenn du das erste Mal, glaube ich, irgendwo bist, ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Also ich glaube heute, also gerade auch die Social Media und so, die Leute waren noch mehr dann so. Weil heute ist es, glaube ich, alles ein bisschen anders, aber... Ich erinnere mich manchmal gerne an die Zeiten zurück, wo ich wirklich damals dann die ersten Auftritte in Clubs war oder irgendwo gebucht war. Dachte, ey, und dann habe ich die Facebook-Kommentare so ein bisschen gelesen. Ja, damals gab es noch kein Instagram, aber so ein bisschen Facebook. Wir schmeißen die mit Tomaten. Ich hatte richtig Schiss dahin, ja. Weil ich dachte, was passiert da? Aber es war Ausnahmezustand, es war wirklich... war echt cool. Also kurz gesagt, kurz und knackig so, wie fühlt man sich als Bachelor, um darauf zu antworten? Ja, man fühlt sich, ist natürlich schon ein schönes Gefühl, ne? Wenn man, egal wo man hinkommt, die Leute freuen sich, dich zu sehen und hey, und war schon ein cooles Gefühl. Oder ist immer noch ein cooles Gefühl. Als Frau gesagt mal eben, wie sieht man denn den Bachelor an? Hast du deine Staffel damals sehen können oder warst du noch zu jung? Also als die Staffel von Paul ausgestrahlt wurde, war ich 11. Ich kann mich an so ein paar Momente, glaube ich, erinnern. Also so ein bisschen was habe ich gesehen, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich das damals von meinen Eltern ausgucken durfte. Beziehungsweise habe ich damals eher noch Super RTL und Kika geguckt und nicht RTL. Um die Uhrzeit, wo das ausgestrahlt wurde, war ich dann schon im Bett gelegen. Da habe ich schon im Bett gelegen. Und deswegen, ja, ich muss sagen, klar, ich habe Paul ja bei KDRS kennengelernt. Und war schon im ersten Moment so, wow, was macht er hier? Also eigentlich ist die Show doch eigentlich, also ist er eigentlich viel zu bekannt, um bei dieser Show teilzunehmen. Thank you so much. Super Service hier übrigens. Thank you very much, ja? Yeah? You're welcome. Thank you. Das ist wirklich super Service hier. Alle super nett, freundlich, lachen immer. Kann man nicht anders sagen. Thank you. You're welcome. Nee, aber ich meine, wie nimmt man ihn wahr? Also natürlich habe ich auch am Anfang gedacht, als ich ihn bei KDS gesehen habe, also okay, es ist ein Mann, der keine Ecken und keine Kanten hat, der einfach irgendwie allglatt ist und typisch deutsch und ja. Aber was heißt typisch deutsch? Naja, halt, keine Ahnung, so ein typisch deutscher, langweiliger Kerl. Aber ich muss sagen, ich habe ihn dann natürlich bei KDS auch von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Wie jetzt auch hier in den letzten YouTube-Vlogs bei Danny wahrscheinlich, bei den ganzen Roomtouren, kam er ja natürlich mega an, mega authentisch, richtig lustig und hat einfach eine ganz andere Seite, als wie man ihn so als Normalo-Bachelor irgendwie kennengelernt hat. Ja. Aber Bachelor heißt schon so als Frau, der Bachelor ist dann schon so ein begehrter Mann eigentlich so, ne? Obwohl ich dazu sagen muss, also natürlich feiern es viele, aber so wirklich die jetzt selber erfolgreich sind, einen guten Job haben, erfolgreich sind und das ist dann oftmals so eher, ich glaube, das ist dann für die eher so, ach, der Bachelor mit seiner Rose, so ein bisschen, also es kommt drauf an, in wo du guckst, ja. Also klar, viele feiern es, aber so die Frauen, die auch was von sich halten und die sehen das eher so ein bisschen abwerten, ne? Glaube ich auch, ist der Bachelor. Ja,
Ja, also die machen sich halt, glaube ich, so ein bisschen darüber lustig, ne? Also die nehmen das nicht so für ernst. Und muss ich ja gestehen, habe ich auch. Also doch, ich habe Paul schon für ernst genommen, natürlich. Aber ich habe ihn einfach wirklich bei KDS nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Prösterchen. Wollen wir mal in die Augen machen? Habe ich doch. Was? und ja, bin froh, dass ich ihn so von der Seite kennengelernt habe. Ja. Und ich finde es auch schön, dass er sich bei KDS so gezeigt hat. Ja, finde ich auch. Also und auch hier in den Vlogs. Auf jeden Fall, weil KDS hat ja noch eine Zeit, das zu gucken. Dann wisst ihr Bescheid. Das waren auf jeden Fall Informationen, die ich auch nicht wusste. Hättet ihr das gedacht? Die zweite Frage an Antonia ist, suchst du eine feste Beziehung an sich? Also natürlich suche ich, ich suche eine feste Beziehung. Also erstmal suche ich gar nichts, wenn dann lasse ich mich finden. Nein, Und was hältst du allgemein von Liebe auch insgesamt alles sowas? Kannst du ja mal alles. Naja gut, also ich habe mich schon auch damals bei Bausucht Frau beworben, um natürlich die Liebe zu finden, um eine Beziehung einzugehen. Ich war da schon hatte schon eine ernste Absicht, Patrick kennenzulernen. Oder generell, wenn ich jetzt jemanden wirklich in mein Leben lasse, näher kennenlerne, weiß ich nicht, mache ich das jetzt nicht aus Spaß und einfach aus Langeweile, sondern hoffe mir natürlich irgendwie immer, dass da was irgendwie entsteht, dass man eine gute Zeit hat. Aber ja, auf Krampf eine Beziehung zu suchen, ist, glaube ich, einfach der falsche Weg. Also ich glaube, die besten Momente kommen unerwartet, wenn man am wenigsten damit rechnet. Und ich kann auch gut alleine sein. Ich brauche jetzt keinen Mann, der mich irgendwie aushält oder, weiß nicht, für Sex. Also nicht für Sex? Nein, also ich glaube, da sind Frauen auch anders gestrickt als Männer. Ich glaube, Männer sind immer so auf der Suche, okay, ich brauche was, ich habe Druck. Und Frauen können da auch vielleicht mal ein paar Tage länger als ihr ohne Sex leben. Ehrlich? Ja, glaube ich schon. Und deswegen, klar, würde ich mich natürlich freuen, auch wieder eine Beziehung einzugehen. Also ich bin auch so fein, dass ich sage, dass ich mit Patrick abgeschlossen habe. Aber jetzt auf der krampfhaften Suche bin ich nicht, nee. Aber hast du wirklich, also gibt es für dich einen bestimmten Typen Mann, wo du immer nachgehst? Naja, also ich habe schon eigentlich einen bestimmten Typen. Also ich stehe jetzt zum Beispiel gar nicht so auf Südländer. Ich stehe schon eher so auf... Ja, ich bin ja halb Albaner, halb Türke. Ne? Nein, also ich muss schon eher sagen, dass ich so auf so einen skandinavischen Typen stehe. Also so, ja, blond-blauäugig. So wie Danny. So skandinavisch, wie Danny. Also. Ja, aber Danny hat ja, ist ja heller Typ, blaue Augen. Ja. Aber Skandinavisch, also ist es nicht deutsch auch blaue Augen? Ja, also halt einfach generell eher auf so einen deutschen Typen. Also ich stehe jetzt nicht so auf Südländer. Ja. Also zum Beispiel jetzt der neue Bachelor, wäre der was für dich? Nee. Also der ist attraktiv, ja. Aber es wäre jetzt kein Typ, den ich jetzt so anziehend finde, dass ich jetzt sage, wow, den würde ich jetzt gerne kennenlernen. Ja. Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr blond und blauäugig seid, könnt ihr mal in die DMs leiten bei Antonia Helmer. Du bist jetzt 41, ne? Oder 42 schon? Nee, ich bin 41. 41. Meine Frage so jetzt, wenn man Ü40 ist, bin ja Ü30. Ich finde überhaupt noch nicht, dass er über 40 wirkt. Aber gibt es so für dich so in deinem Leben so eine Vorstellung? Hast du so, also in Sachen Liebe, Zukunftsängste, alles drum und dran, wo siehst du dich in 10 Jahren? Denkt man schon ein bisschen anders, sage ich mal, wenn es Richtung 50 geht oder wie auch immer? Das wäre meine Frage so an sich. Also ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, dass wir Männer eh weniger Probleme haben, älter zu werden als Frauen. Ich glaube, klar auch, aber ich glaube, dass Frauen oftmals mehr Probleme haben mit dem Älterwerden. Hast du Probleme mit dem Alter? Ja, ich merke das schon jetzt. Nein, ehrlich. Ich hatte genau wie Danny vor knapp 2 Wochen Geburtstag und also ich weiß nicht, es fühlt sich krass an, auch wie schnell die letzten Jahre, so seitdem ich 18 bin, vergangen sind. Ich bin einfach schon 23. Ich gehe jetzt einfach auf die 30 zu. Ja, du. Was? Also, ich sag mal so, ich habe jetzt wirklich eigentlich relativ wenig Probleme bislang gehabt mit dem Älterwerden. Ich fühle mich auch immer noch sehr, sehr gut, mache sehr, sehr viel Sport. Ich glaube, dass ich eher mal ein Problem habe, wenn ich das nicht mehr so machen kann, wie ich es mag. Ja? Klar merkt man, mit 40 ist es nicht mehr wie mit 20. Ja? Wenn ich abends bis 5 Uhr auflege, dann ist es nicht so, dass ich um 8 Uhr morgens wieder fit bin und sage, ja, es geht weiter. Ja? Also du hast längere Regenerationszeiten einfach. Ja? Der Körper braucht mehr Ruhe, du musst dich beim Sport mehr dehnen, mehr warm machen. Du bist anfälliger, was Verletzungen angeht.
Also das ist das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen merke. Man muss halt mit dem Körper gut umgehen auch, ja. Aber ansonsten, solange ich das so machen kann, solange ich Fußball spielen kann, zum Sport gehen kann, reisen kann. Also wenn du natürlich jetzt auf Hilfe anderer angewiesen bist, weil du schlecht zu Fuß bist oder so. Ich glaube, das würde mir sehr, sehr zu schaffen machen. Doch für mich würde es nichts Schlimmeres geben, als angewiesen zu sein auf andere Menschen. Mhm. Ja. Solange das nicht der Fall ist, ich will jetzt auch keine 20 mehr sein, ja. Also ich bin jeder Lebensabschnitt hat was für sich, finde ich, ja. Jeder Lebensabschnitt hat was für sich, ja. Und insofern glaube ich, gehört das zum Alterwerden dazu. Klar, die eine oder andere Falte kriegst du mehr, na, das ist halt so. Aber ja, wie gesagt, es gehört zum Leben dazu. Insofern habe ich eigentlich bis jetzt im Moment, weil ich auch noch alles so machen kann wie vorher auch, wenig Probleme. Und viele Frauen sagen sogar, Mensch, wenn ich jetzt mal sehe vor 10 Jahren oder so, viele finden es sogar attraktiver. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache, ja. Und wo siehst du dich denn selbst so in 10 Jahren? Denkst du viel dann schon nach vorne oder lebst du im Hier und Jetzt? Oder? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ja auch eine bewegende Vergangenheit, was meine Eltern angeht. Insofern bin ich sehr, sehr dankbar über Gesundheit und weiß das alles sehr, sehr zu schätzen. Auch mein Leben, das ich jetzt so führen kann, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Klar, jeder will irgendwie eine Penthouse-Wohnung mit Meerblick und einen Ferrari fahren und Geld haben, aber das Leben dreht sich eigentlich nicht darum. Ja? Und klar ist es vielleicht einfach zu sagen, wenn man jetzt nicht gucken muss am Ende des Monats, wie man die Miete bezahlt, das ist klar. Aber gesund zu sein, ohne Gesundheit ist alles andere nichts, ja. Also wenn du nicht gesund bist, zählt nichts auf der Welt. Ich meine, guck dir an Michael Schumacher an, der Milliarden hat. Es macht ihn aber nicht mehr lebendig oder dass er was normal machen kann. Ja? Insofern sollte man sich einfach davon verabschieden, immer nur an mehr. Zeit ist ein Gut. Ja? Viele arbeiten super, viele haben auch super viel Geld. Ja? Das ist schön. Aber auch wenn mir Leute sagen, Mensch, du bist nach Mallorca gegangen, das kannst du doch später einmal machen. Nein. Alter, später weiß ich nicht, ob ich laufen kann alleine, ob ich jetzt. Also natürlich nicht Arsch hoch, Amerika, schmeiß raus das Geld, ich lebe jetzt und ich kümmere mich nicht um meine Altersvorsorge und scheißegal. Natürlich nicht, ja. Aber trotzdem muss man manchmal auch das Leben einfach genießen und den Moment genießen. Klar, was ist später, aber was bringt mir das ganze Geld, wenn ich später das nicht mehr erleben kann, nicht mehr ausgeben kann? Insofern bin ich sehr, sehr dankbar für meine Zeit, für meine Gesundheit und was ich hier jetzt auch wieder in Bali erlebe, ist selbst für mich, der schon viel rumgekommen ist, ich bin einfach dankbar. Ist auf jeden Fall eine schöne Einstellung. Und dann vielleicht noch abschließend kurz, du bist nach Mallorca gegangen, wann? Ich habe mir ich habe erstmal eine Wohnung gemietet, das ist jetzt schon fast 10 Jahre her. Ja? 10 Jahre schon auf Mallorca? Nein, ich habe mir damals erstmal eine Wohnung gemietet. Ja. Ich war im Megapark oder in der Mega Arena gebucht, 1-2 Mal die Woche im Sommer und wollte einfach auch mal mehr Zeit verbringen, wenn ich jetzt nichts zu tun habe, und habe mir eine Wohnung genommen und habe dadurch die Insel lieben gelernt und bin dann gependelt zwischen Hamburg und Mallorca und bin jetzt aber seit 5-6 Jahren eigentlich auf Mallorca. Also würdest du auch dazu sagen, halt einfach, dass das Leben natürlich auch nochmal vielleicht auch dich ein bisschen entspannter lassen wird als wie in Deutschland? Du könntest ja zum Beispiel, hast ja gesagt, nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben. Das ist ja wirklich so. Aber was heißt nicht vorstellen können, in Deutschland zu leben? Also ich sage niemals nie, aber die Lebensqualität da drüben ist einfach eine andere. Und das Wetter, ich meine, wir sind alle jetzt hier, ja. Es macht ja was mit dir, wenn die Sonne scheint, du in Flipflops oder in Barfuß lang gehen kannst, die Sonne scheint, die Leute fröhlich sind, es macht einfach was mit dir, ja. Und leider ist das Wetter in Deutschland nicht so.
Und ich verstehe natürlich auch viele Menschen, wenn es jetzt 8 Monate im Jahr dunkel ist und grau ist und es regnet, dass die nicht so gut drauf sind wie in der Sonne. Und wenn du aufs Meer guckst, ist ja auch verständlich. Mhm. Aber ich möchte das eigentlich nicht missen, weil ich muss jetzt nicht Mallorca sein. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, nach Bali zu gehen oder so. Natürlich ist das jobtechnisch für mich Mallorca das Beste, weil ich habe da auch im Sommer Jobs, ich kann da Geld verdienen, ich bin in 0,nix in Deutschland, darum ist für mich Mallorca das Beste, die beste Location im Moment zum Arbeiten und Leben. Später kann ich mir auch was anderes vorstellen. Dann wisst ihr da Bescheid, der Pauli hier. Die nächste Frage an Antonia ist zum Beispiel, bei dem Format Bausufrau hast du ja begonnen sozusagen, mhm, ne? Das war ja dein Einstieg, mhm, so auch in die Fernsehwelt, alles drum und dran. Als Bäuerin. Als Bäuerin. Hofdame. Ich habe sie wahrgenommen, also durch Bausufrau hatte sie für mich halt einfach auch diesen bäuerlichen Anblick, nicht, dass er schlecht ist oder sowas, es ist einfach, nein, es ist halt einfach so, aber du bist ja so auch grundsätzlich eigentlich so ein ganz anderer Schlag Mensch irgendwie. Wie kam es überhaupt dazu, jetzt auch mal jetzt gefühlt, wie ich bei Paul gefragt habe, Bachelor, bei Bausufrau, wie kam es überhaupt, dass du dich genau auf dieses Format beworben hast und du wusstest ja auch eigentlich gar nicht, du lernst ja da schon einen Bauern kennen, ne? Mhm. Wusstest du vorher überhaupt, dass es Patrick ist, konntest du das aussuchen oder war das Zufallsgeneration oder war das ein Zufallsding? Und wie war es dann letztendlich bei diesem Format dann teilzunehmen? Und bist du auf diese Idee gekommen? Weil du bist ja eigentlich, wenn man dich so privat kennt, eigentlich... Ich finde schon, dass sie eine Bäuerin ist. Ja? Also nicht Bäuerin so jetzt im... Ich glaube aber, dass sie schon so einen Nature-Touch hat. Sie ist bodenständig, null abgehoben. Klar, sie kann sich auch zurechtmachen, schick machen und eine Lady sein. Aber ich glaube, sie ist auch... total unkompliziert, geht auch ungeschminkt raus, wandert gerne in der Natur. Also ich glaube, da hat man manchmal vielleicht ein falsches Bild von ihr. Ich frage, wie kam das, dass du dich genau darauf beworben hast, dass Bausuchtfrau? Ja, also viele denken natürlich, dass Bausuchtfrau genauso ist wie der Bachelor, dass ich mich quasi blind auf irgendeinen Mann bewerbe. So ist es allerdings nicht. Also es ist schon so, dass es bei Bausuchtfrau in der, also pro Staffel, die erste Folge besteht daraus, dass die neuen Bauern vorgestellt werden. Also jeder wird in so einem 3-minütigen Trailer quasi gezeigt und daraufhin kann man sich dann am Ende bewerben. Und dann laufen die Bauern aber auch immer wieder für 2-3 Wochen in der Werbung. Und so war das dann damals auch bei Patrick. Ich hatte gar nicht die Show letztendlich geguckt, wo alle Bauern vorgestellt wurden, sondern ich habe irgendwie mal ein paar Mal RTL geguckt und da kam er halt einfach ein paar Mal in der Werbung. Dann dachte ich mir schon so, naja, eigentlich sieht er ganz, ganz gut aus. Er wirkt sympathisch, er ist tierlieb, er wohnt am Bodensee. Er macht was her, er wirkt auf mich sehr smart. Und das habe ich dann ein paar Mal gesehen, immer wieder diesen Trailer. Und dann dachte ich mir eigentlich, naja, gut, klar, Bausuchtfrau passt jetzt vielleicht nicht total zu mir, aber irgendwie interessiert er mich dann doch. Und ich bewerbe mich einfach mal just for fun. Und das habe ich dann auch gemacht. Hast du angerufen da? Schon eine Nummer hast du noch? Es gibt eine Telefonnummer, aber ich habe mich online beworben. Also online musste ich dann einfach so eine Seite ausfüllen mit so einem 2-Zeiler noch 3. Mit Bild? Ja, musste dann noch 3 Bilder dazu schicken. Und das hatte ich abends um 11 oder so abgeschickt im Bett. Und morgens um 8 hat mich direkt die Agentur angerufen, die Produktionsfirma von Bausuchtfrau, und wollte mich direkt casten. Also nicht mal 12 Stunden später. Was für Bilder hast du da geschickt? So ganz normale oder? Nee, Nacktbilder. Nein, sag. Nein, natürlich ganz normale Bilder von mir. Also ich habe in der also Zeit... Also nicht Bikini oder? Nein, ich habe in der Zeit auch schon gemodelt. Und hatte dann gemodelt? Und habe dann auch ein paar, professionellere Bilder von mir mitgeschickt. Und ich glaube, das klang dann für die ganz ansprechend, weil ich halt überhaupt nicht in dieses Bausuchtfrau-Bild eigentlich gepasst habe. Ne? Und für die war das dann natürlich so ein gefundenes Fressen. Okay, eine Frau mit langen blonden Haaren, mit langen Fingernägeln, mit Lashes. Ich war damals halt schon so eigentlich auch Vollblut-Barbie. Also wie Paul schon sagt, ich habe eigentlich auch so eine andere Seite. Ich kann halt sowohl schickimicki als auch komplett Nature wandern gehen. Und ich glaube, das fanden die ganz interessant, dass ich auch so jung war. Ich meine, wenn man sich normal eine Teilnehmerin von Bausuchtfrau vorstellt, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber da stellt man sich schon irgendwie, keine Ahnung. So 41, so eine, ne? So eine 41-Jährige alte, so. Mit kurzer, pfiffiger Kurzhaarfrisur. und die jetzt vielleicht nicht so viel Wert auf Schminke oder irgendwie Fashion legt oder gut, mache ich jetzt auch nicht, aber ne, die halt einfach ein bisschen dann doch anders ist und ich glaube, das war für die dann einfach sehr spannend, mich zu nehmen, zu casten und zu gucken, ob das eben auch zu Patrick passt. Und wie alt war Patrick damals? Patrick war damals 24 oder 25. Und du? Ja. Ich war 20. Und
Und dann bist du ins Format reingekommen und dann hat er dich auch direkt gewählt, ne? Ja, also es war so, dass er dann an, also die Bild-Zeitung behauptet bis heute, dass er 10.000 Bewerbungen bekommen hatte. Glaubst du das nicht? Ich weiß es nicht. Also wurde ja, weil du sagst, behauptet so. Nein, man weiß es ja nicht. Ne? Es sind Behauptungen von der Bild. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Was hast du? genau, also die Bild-Zeitung. Kann ich mir vorstellen, 10.000. Ja. Bei den Werbeeinblendungen und so. Also man weiß auf jeden Fall, dass Patrick der Bauer war mit den meisten Bewerbungen jemals. Letztendlich was ist, hat er dann so einen Hof aufmacht. Bauer Paul. Nicht Bachelor Paul, sondern Bauer Paul. Ich kaufe mir einfach so einen Hof hier und mache. Gibt es nicht auch Bauer International? Bauer International gibt es auch, ja. Ja? Dann mache ich hier auf Bali hier so eine Hütte auf und mach ein paar Hühner. Mhm. Ha? Hm. Und dann lade ich die anderen Hühner noch dazu ein. Also man muss es an dieser Stelle sagen, wir lachen uns seit Tagen schon über Pauls Ü40-Witze kaputt. Vor allem lacht er halt am meisten über sich selber. Ja, es ist geil. Als ich aber. Naja, nee. Auf jeden Fall hatte er dann 6 Frauen am ersten Tag ausgewählt und er hat sich dann letztendlich für 3 entschieden. Unter den 3 war dann auch ich. Und ja. Dann habe ich allerdings frühzeitig abgebrochen, weil ich dann doch gemerkt habe, okay, so vor der Kamera auch noch, es war mein erstes Format, mit 2 anderen Frauen auch noch um einen Typen zu kämpfen. Ja, stell dir mal vor, du wärst eine von 20. Da war es ja zumindest eine von 3 schon mal. Ja, aber ich glaube, dass das auch beim Bachelor, umso weniger es werden, umso schlimmer ist es eigentlich. Ich glaube, so am Anfang ist man noch so froh, ach, naja, gut, ich komme eine Runde weiter, ist schöne Zeit hier. Aber ich glaube schon, wenn man dann auch beim Bachelor unter den letzten 4, 5 Frauen ist, wird es dann schon hart. Und das habe ich halt auch bei mir gemerkt, also weil ich dann halt auch schon gemerkt habe, okay, ich baue schon mehr Gefühle für ihn auf. Und wenn er mich jetzt abserviert, tut es mir mehr weh, als wenn ich mich einfach von ihm distanziere. Und hab dann zu ihm gesagt, du, pass auf, ich kann das hier nicht. Ne? Ich würde dich gerne kennenlernen, aber ohne Kameras und ohne andere Frauen. Also das heißt, wenn du dich letztendlich doch nicht für eine von den anderen 2 entscheidest, können wir uns gerne draußen privat kennenlernen. Und so war es dann auch. Ich bin dann freiwillig gegangen und er hatte die Hofwoche. Ja, ich bin bei Bauersucht Frau freiwillig gegangen. Ach krass, du hast das Ding noch nicht mal gewonnen am Ende. Und er hat dann die Hofwoche mit einer anderen beendet. Gut, die Hofwoche ging dann wirklich noch 3, 4 Tage nur. Und das ist jetzt nicht hat wie beim er die Bachelor. Anderen weggeschnackselt? Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht wie beim Bachelor, dass der Drehzeitraum Wochen oder Monate beträgt, sondern halt wirklich aber nur eine Woche. Aber hattet ihr denn auch Privatzeit? Habt ihr euch geküsst da? Nee. Also hast du dich verliebt in den anderen? Ja, also doch. Also ich ohne Küssen? Also ja. Ihr habt gar nichts gehabt? Mhm. Also, jetzt die Katze im Sack gekauft. Oh, ihr nervt, ey. Nein, auf jeden Fall hat er dann die Hofwoche eben mit einer anderen beendet. Und hat er sich dann gegen sie entschieden? Oder? Ja, also er hat sich erstmal für sie entschieden natürlich, aber hat dann halt auch relativ schnell danach festgestellt, okay, sie sind doch nicht so auf einer Wellenlänge, hat sich dann danach auch nochmal bei mir gemeldet und wollte natürlich sich erstmal erkundigen, wie es mir geht, ne? ob ich die Zeit jetzt gut verkraftet habe, seitdem ich wieder zu Hause bin. Er wollte generell einfach mit mir über die Show sprechen. Und naja gut, dann hat sich das halt zwischen uns einfach wieder mehr entwickelt. Wir hatten dann viel Kontakt, viel geschrieben und telefoniert und dann haben wir uns relativ schnell nach, glaube ich, 3, 4 Wochen oder so wieder gesehen. Und dann habt ihr zusammen gewohnt auch? Nee, wir haben nie zusammen gewohnt. Wir hatten immer eine Fernbeziehung, 2, 2,5 Jahre. Wir haben uns so alle, naja, 3 Wochen gesehen. Auch dann immer über einen längeren Zeitraum. Also ich meine, ich bin natürlich dann auch mal von Hannover nach Konstanz bzw. dann nach Zürich geflogen oder Zürich? Ja, weil Zürich einfach der nächste Flughafen ist. Und wenn wir dann beieinander waren, dann haben wir schon immer längere Zeit miteinander verbracht, weil es einfach keinen Sinn macht, für einen Tag nach Konstanz oder Zürich dann zu fliegen. Und ja, 2 Jahre eine Fernbeziehung. Aber war schön. Also viele haben natürlich dann auch mal gefragt, ey, warum wohnt ihr nicht zusammen? Ihr seid doch jetzt schon so lange zusammen. Warum ziehst du nicht zu ihm? Aber weiß nicht, stand für uns in dem Punkt nie zur Debatte. Also wir haben die Zeit einfach so genossen, wenn wir beieinander waren. War dann auch immer schön, weil es war halt einfach dann kein typischer Alltag, der irgendwie kam. Und es war jetzt nicht so, dass er morgens, weiß nicht, auf die Felder gegangen ist zu den Tieren, ich gearbeitet habe und man hat sich abends dann irgendwie ab 16 Uhr wieder gesehen. Auch schon auf dem Hof mit so gearbeitet und so? Ja, habe ich schon, ja. Also, aber war schon echtes auch echte Gefühle, alles hat sich voll, komplett. Krass. Also ich hätte mir das auch vorstellen können. Ich liebe Tiere über alles und hätte mir das auch super vorstellen können. Ja. Krass, wusste ich gar nicht. Auch wieder neue Informationen. Ich wusste es gar nicht, dass du freiwillig gegangen bist. Ist dann so, ich dachte, du hast die Show gewonnen. Mhm. Heftig. Ja, du weißt ja gar nichts. Du Mensch, hast dich gar nicht erkundigt über die junge Dame. Dann danke ich dir auf jeden Fall und dann gehen wir jetzt zur 7. Frage an Paul. Janke, ist deine vorletzte Frage jetzt hier.
finde ich auch interessant für das jetzt, was hier auch gerade ist. Vielleicht hat sich das auch ein oder andere gefragt, um überleitend auf die letzte Frage bei dir zu kommen. Da wurde auch gefragt, warum jetzt diese Kombi hier überhaupt entstanden ist und wie ist es überhaupt gekommen, dass wir alle hier sind und dass du mitgekommen bist und dass du hier bist und dass man das so auch mit den Laberababa, mit Seba und mit Sarah und wir und wie ist es hier zustande gekommen und wie ist es so gekommen, dass du hier am Start bist, so in dieser Kombi? Ja, wie kommt es, dass ich dabei bin? Ja, eigentlich kommt es durch Antonia so ein bisschen. Wir haben uns ja bei KDS kennengelernt, haben uns gut verstanden. Und dann hatte sie eigentlich erzählt, dass sie mit schlauer Reisen nach Bali fliegt und dass so eine Gruppe ist, ob ich nicht vielleicht auch Lust hätte mitzukommen. Das ist eine coole Truppe. Und da habe ich gesagt, du, habe ich in meinen Terminkalender geguckt und passte wirklich gut rein. Und dann habe ich gesagt, ja, why not? Und ja, so kam es eigentlich, dass ich dabei war. Ach so, du hast einfach sozusagen Paul vorgeschlagen, ey, komm doch mit einfach, ist doch geil. Ja, also genau, ich hatte Paul, wie Paul schon... Sie ist ja eigentlich befreundet mit Christina, mit Christina von Schlauer Reisen. Und sie ist ja befreundet mit Christina von Schlauer Reisen und wir sind dann ja auch noch länger in Thailand geblieben mit ein paar Leuten. Und ja, haben uns da gut verstanden und dann war das halt so eine allgemeine Idee, Mensch, wir fliegen eh alle nach Bali, hast du nicht Bock mitzukommen? Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich guck mal, ob das passt. Und das passte jetzt eigentlich von der Zeit richtig gut rein. Dann habe ich gesagt, Mensch, kann ich vielleicht ein bisschen was von euch lernen? Coole Reise, was mitnehmen. Ich wusste natürlich, dass Sarah und Seba dabei sind, dass du dabei bist. Ich hatte von Luca gehört, dass du ein cooler Typ bist, vom anderen gemeinsamen Freund. Und dann ich sag, Mensch, why not? Lustige Truppe, bisschen Spaß haben, schöne Hotels sehen. Ich war auch noch nie auf Bali. Let's do it. Und man muss auch sagen, an dieser Stelle, so wie jetzt ist, wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, Antonia kannte ja vorher, wir waren schon auf Mallorca, dass sie so eine coole Socke ist, wusste ich vorher, aber ich kannte halt Paul nicht und Seba und Sarah auch nicht, auch Herzensmenschen. Aber ja, so Paul hat auf einmal TikTok mit hunderten von tausend Aufrufen, macht hier Comedy hoch 10, hat das hier übelst bereichert, auch mit Antonia zusammen und macht hier Daily Vox, also das hätte so ein Ausmaß hat, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Steht da aber super gut. Ich konnte auch übelst viel lachen über Paul. Also nicht, dass ich ihn auslache, sondern über ihn einfach, wie er Witze reißt, alles drum und dran. Natürlich auch oft das mal auf Kosten von Antonia, muss man auch dazu sagen. Ne? Ja, aber sie weiß ja, dass es nicht böse ist. Ja, ja. Es ist ja sehr Spaß. Ja? Mein Mama nimmst du jetzt vielleicht zu Herzen oder so. Aber sie muss das ein bisschen ertragen, aber das ist immer halt vielleicht. Aber es ist schon lustig. Ist schon der Alternhumor, passt schon ein bisschen, bin auch 33 schon. Ne? Ja, Alternhumor, euer komischer LKW-Fahrerhumor. LKW-Fahrerhumor, ne? Kennst du nicht? Und top einfach. Ja, wisst ihr Bescheid. Und das, Hello, bitches, sweetheart! Welcome! Ja. Und du wunderst dich, warum die Leute denken, dass du schwul bist. Was? No hate! Harmony! Sie ist ein bisschen eifersüchtig auf uns, Paul, ne? Dass wir uns hier abends schon mal hinten in die Dübel reinhauen. Okay, ja, das wäre auf jeden Fall diese Kombination. Und das war es eigentlich auch, ne? So ist es zustande gekommen. Aber das ist eine schöne Frage und das interessiert mich auch mal so. Kannst du immer sagen, so from the heart, of the bottom of the heart. Bist du denn aktuell in deinem Leben, so wie es ist, insgesamt glücklich? Also ich bin aktuell wirklich super, super, super glücklich. Vor allem natürlich jetzt durch die letzten 2 Wochen hier auf Bali. Ist natürlich auch geil mit uns beiden. Ist natürlich auch super geil mit den beiden. Nein, auch seit der Trennung kriege ich auch immer wieder das Feedback, dass ich mega aufgeblüht bin, dass ich ein Glow-Up hatte, wie man es jetzt heutzutage nennt. Was denn? Teddy, wir haben hier ein Glow-Up gegeben, Mann. Wow! Alter, was du für ein Glow-Up in den letzten 2 Wochen erlebt hast. Sorry. Nein, Mann. Ja. Seid ihr jetzt fertig? Ja. Oder war es der Glow-Up? Ich steh gleich auf und geh. Was war das nochmal für ein Bild, wo sie dir versprochen hat? Du, Danny, sag doch mal. Du hast ja mal bei Blow Up gesagt, ne? Blow Up? Nee, was war denn das? Ja, keine Ahnung. Ja, okay, auf jeden Fall, dann kommen wir her.
Nein, und ja, krieg natürlich auch das Feedback von außen, sowohl von meiner Community als auch von meinen Freunden und meiner Familie, dass sie merken, dass es mir inzwischen echt gut geht. Ging es dir denn halt in den letzten Wochen, Monaten nicht so ja, gut? Ja, also ich sag mal so, die Trennung hat mich schon mitgenommen. Also jetzt nicht auf Patrick bezogen, sondern einfach, weil das öffentlich so ausgeschlachtet wurde. Ich meine, wenn jeden Tag irgendwie über dich geschrieben wird, klar, andere geilen sich darauf auf. Und für mich war das halt immer nur so, nicht schon wieder bitte, nicht schon wieder irgendwie, egal ob positiv, negativ. Ich meine, mir hat ja nie jemand einen Vorwurf gemacht. Ne? Ich habe mich ja auch im Sommerhaus jetzt nicht schlecht benommen. Natürlich ging das alles immer so, dieser Hate an Patrick. Aber es hat mich halt trotzdem echt extrem beschäftigt. Auch morgens, als ich aufgewacht bin, dachte ich mir immer nur so, boah, was habe ich jetzt heute nur für DMs, was habe ich jetzt bloß für Nachrichten in meinen DMs oder was wurde heute wieder in der Presse geschrieben über uns beide. Und das hat mir schon Kopfschmerzen lange Zeit bereitet. Aber ja, mir geht es inzwischen echt super, super gut, muss ich sagen. Also ich bin happy, ich bin gesund, ich bin hier an einem wunderschönen Ort, meiner Familie geht es gut und das ist alles, was zählt. Wir sind jetzt tatsächlich an einem schönen Ort. Man spricht doch teilweise manchmal so, ich kenne das, man kommt zurück, sobald du die Grenze von Deutschland wieder eintrittst, kriegst du erstmal einen Schlag in die Fresse. Ja. Es ist gar nicht böse gemeint, es ist so. Ja. Aber jetzt mal fernab von allen. Wie läuft es denn überhaupt jetzt nach Kampf-Reality-Stars und nach der Zeit hier und so? Wie sieht es für dich jetzt aus die nächsten Wochen, Monate? Hast du was geplant nach diesem Jahr? Hast du was vor? Du, also es wird dich natürlich auch immer gefragt, was steht bei dir dieses Jahr noch an oder wo siehst du dich in diesem Jahr, was sind deine Ziele? Ich bin wirklich jemand wie du wahrscheinlich, der im Hier und Jetzt lebt. Ich bin jetzt keiner, der sich irgendwie für die nächsten Jahre oder Wochen Ziele setzt oder ey, das muss ich erreichen und das will ich machen. Ich lasse das alles spontan auf mich zukommen, auch mit KDRS war das eine Entscheidung, die glaube ich 4-5 Wochen vorher getroffen wurde. Ne? Ich hätte niemals gerechnet, dass ich da jetzt dabei bin. Und dann kam der Anruf und auf einmal war ich es dann doch und war dann 3 Wochen später im Flieger nach Thailand gesessen. Hab dann 3 Wochen später im Flieger nach Thailand gesessen. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und ja, deswegen bin ich niemand, der irgendwie was groß plant. Und lasst es einfach auf mich zukommen, auch gerade was so Fernsehprojekte angeht. Na, man darf erstens nicht darüber sprechen und zweitens passieren die meisten Formate auch sowieso immer eher spontan und unerwartet. Oder? Ja, ist schon wirklich so. Ne? Ich meine, ist halt alles schwer planbar. Ne? Ich meine, du machst natürlich jetzt auch viel mit Social Media, auch bei mir jetzt beispielsweise Events kommen rein, kommen nicht rein, Fernsehanfragen kommen, ist oftmals kurzfristig. Insofern ist das bei uns leider alles nicht so planbar. Mhm. Das stimmt. Danke für die Antwort. Und damit kommen wir zu der letzten Frage von euch beiden. Ich würde sagen, die letzte Frage, die 5. Frage ist so, wahrscheinlich spulen die meisten jetzt an diese Frage hin. Ich habe es nicht verraten, wo es ist, aber das Beste kommt zum Schluss. Keine Ahnung, es ist halt wirklich so. Deswegen stelle ich das als Doppelfrage, können beide zusammen darauf antworten. Wir haben jetzt auch echt eine schöne Fragerunde gehabt hier. Ich finde es super, wie ihr geantwortet habt. Mega schöne Kulisse auch, alles drum dran. Deswegen geht die Frage an Paul und an Antonia, die letzten beiden sozusagen in. Und ja, es ist ja klar sowieso, also die Fragen, ob es jetzt die Bildzeitung ist, die das hier seid ihr hier seid, wird viel von euch berichtet, alles drum und dran und hier und da. Die meistgestellte Frage insgesamt ist ja auch bei euch in Social Media. Das kannst du in vielen Kategorien machen. Wie findet ihr euch? Was geht da zwischen euch? Wie steht ihr zueinander? Seid ihr in einer Beziehung oder whatever? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die kann ich euch so stellen. Deswegen, wie steht ihr zueinander? Was ist das überhaupt zwischen euch? Warum seid ihr hier und warum wird so viel spekuliert? Die Leute wollten es wissen, das ist die meistgestellte Frage. Ich kann nichts machen, außer eure Community fragen. Deswegen habe ich die auch jetzt als Doppelfrage genommen. Da seid ihr völlig frei, wie ihr antwortet. Das ist nicht in meinen Händen. Ich würde mal sagen, Alter vor Schönheit. Alter vor Schönheit? Mhm. Ja, also warum wir jetzt hier sind, wurde ja schon beantwortet. Klar, wir kennen uns ja jetzt auch noch nicht lange. Alle schreiben natürlich, ja, was geht da? Oh, sie verbringen Urlaub zusammen und oh, Thailand, oh, Bali. Also ich sag mal, man muss natürlich dazu sagen, die ersten Wochen waren ein gemeinsames Fernsehformat. Ja? Da haben wir zusammen bei KDRS zusammen gedreht, haben uns erst kennengelernt, kannten uns gar nichts. Und da haben wir uns kennengelernt, fanden uns in der Sendung sympathisch, haben uns gut verstanden. Man darf natürlich noch nicht sagen, wie es jetzt ausgegangen ist. Insofern lasse ich das mal eben weg. Die Reise kam dann hinterher. Also es ist ja jetzt aber keine Flitterwochen. Es ist keine Reise, die wir jetzt zu zweit gemacht haben. Wir sind hier in der Gruppe zusammen. Ja.
also ich habe es immer als Influencer-Reise betitelt. Na, ich meine, Sarah Seba als TikToker, du irgendwie Social Media stark, du lebst auch davon, ich jetzt. Das ist halt eine Gruppenreise. Wir machen hier keine Zweisamkeit. Wir sind die ganze Zeit nicht alleine. Insofern ist das hier eine gemeinsame Arbeit. Natürlich ist es auf der einen Seite so ein bisschen Urlaub, aber auch verbunden mit Arbeit. Also ich meine, wir haben ja uns hier nicht den Tag über die Eier gekrault. Ja? Wir waren ja wirklich tagtäglich. Ich meine, du ja noch viel mehr, weil du alles geschnitten hast. Aber wir haben ja wirklich, ich habe manchmal gefragt, wir haben so viel Content gemacht, aber ich hatte nicht mal Zeit, es hochzuladen. Ja? Also es war ja jetzt nicht, dass wir uns irgendwo hingelegt haben und hier das genossen haben, machen jetzt hier wieder ein Interview, was aber super viel Spaß bringt. Aber es ist jetzt kein gemeinsamer Urlaub und ich sag mal, wenn wir jetzt ja, zusammen auf dem Roller, zusammen im Flieger, ja, wir fahren von Location zu Location zusammen, ja, wir verstehen uns super, wir haben eine tolle Zeit, aber das ist ja jetzt hier kein Liebesurlaub, ja. Das war die Frage, die ich auch der Antonia gestellt habe, von Paul die Frage und jetzt kannst du darauf antworten, wenn du magst. Ja, nee, ich kann mich da natürlich Paul nur anschließen. Wie die Leute schon spekulieren, ich meine, bei KDRS haben wir auch quasi zusammen in einem Bett geschlafen oder nebeneinander. Da wird nicht drüber gesprochen und hier wird dann jedes einzelne Detail auseinandergenommen. Wir verstehen uns gut, wir genießen die Zeit miteinander, aber alles andere ist, glaube ich, irrelevant und nicht der Rede wert. Von daher kann ich mich da eigentlich nur Paul anschließen. Ich war übrigens die ganze Zeit hier mit am Start, also ich habe auf jeden Fall hier nichts knattern hören. Gehämmert hat's nicht. Gehämmert hat's hier nicht. Nein, aber wie gesagt, also wirklich, also natürlich, vielleicht schreiben wir, ja, Mensch, dieser Altersunterschied, 20 Jahre, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wenn es danach geht, bei meinen Frauen, ja, ich habe jetzt nie auf junge Frauen gestanden, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, dass Antonia extrem weit ist für 22 oder 23, 22? 23 jetzt, ne? Ja. Sag mal. Ja, 23. Extrem weit ist. Also sie ist jetzt nicht so ein typisches Mädchen halt, weißt du. Wir haben wirklich so viel gelacht hier, Spaß gehabt und eine coole Zeit gehabt einfach. Ja, ich habe das total genossen hier, auch Bali. Freue mich, dass wir das gemacht haben, weil ich natürlich auch am Anfang gedacht habe, Mensch, soll ich da mitfahren? Ist das gut? Ist das nicht gut? Aber ich muss sagen, ich habe es null bereut. Ich hatte wirklich eine geile Zeit. Ich habe geile Leute kennengelernt. Wir haben viel gelacht. Wir haben geilen Content gedreht. Ich glaube, wir haben uns alle gegenseitig bereichert. Ich habe auch Social Media technisch einen Sprung gemacht, glaube ich. TikTok angefangen. Also ich muss sagen, für mich ist auch beruflich ein tolles Ding hier gewesen. Und zwar wirklich auch mit tollen Leuten. Und ja. Vielen Dank an die coole Reise und die geile Zeit mit euch. Das kann ich nur zurückgeben. Ich auch. Und um es jetzt zu beantworten, letztendlich, ihr mögt euch und alles andere ist im... steht ihr nicht zur Debatte. Debatte. Richtig. Damit ist das die Frage, die beantwortet wurde. Und so ist es, wie es ist. Es gut wird gut. Und... nee, das ist was anderes. Das ist ein kölsches Sprichwort, ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, es kommt, es gut wird gut, dann hätten wir mal gut die Arme, ne? So, also wisst ihr Bescheid. Klar, also wenn ihr danach jetzt immer noch Fragen stellt, dann könnt ihr das auf jeden Fall noch da tun, in die DMs leiten. Aber auf jeden Fall, was mich mehr interessiert hat, waren die Fragen davor. So, einfach so, ich glaube euch auch, das hätte man nicht mitbekommen, so wie es beim Bachelor war, Baufrau, dies alles drum und dran. Wie hat es euch gefallen? War's das cool? Interview oder was? Ja, hat Spaß gemacht, oder ja, nicht? Ja, auf jeden Fall. War doch sehr schön. Locker, entspannt. Voll entspannt, schön. Yes. Also mir und ich glaube, auch interessant für die Leute. Ja. Weil, wie gesagt, also ich meine, ich habe mich natürlich mit Antonia vorher schon über den Bauern oder Bauer sucht Frau unterhalten. Aber ich wusste das jetzt auch nicht, dass sie abgebrochen hat und danach und dass man sich darauf bewirbt. Das wusste ich auch alles nicht. Ja. Also insofern immer wieder interessant, obwohl man auch in der Branche ist, weiß man halt vieles auch gar nicht. Mich fragen auch immer wieder, wie bist du dazu gekommen? Hast du dich selber beworben? Insofern sind das immer so klassische Fragen, die man oftmals, wenn man nicht in dem Game so drin ist, gar nicht weiß und super interessant sind. Ich fand's gut. Ich mache jetzt noch hier for the gram, dass wir das Interview gedreht haben hier. So. Hey, Sweeties. Hey, Sweeties. Wir haben hier so ein Interview gedreht. Mit den Cams und das Interview kommt dann online. Juhu!
Geil. Ey, ich sag an dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und wie auch das, mein Format 10 Fragen an, ich mag's. So mit interessanten Menschen auch einfach so ein bisschen zu talken. Es kommt viel zu kurz. Das Interview wird jetzt eine Stunde gegangen sein oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie es jetzt in der genauen Zeit ist, wenn ich dann alles fertig habe. Aber so sind Interviews, da soll man genießen, Spaß haben. Man muss immer so durchpesen. Ich sag von meiner Seite aus vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch insgesamt vielen, vielen Dank für diese ganze Zeit hier, dass ihr auch die Vlogs so geguckt habt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt gerne Feedback, wie auch immer. Und ich sag, liken, teilen, kommentieren, wie auch immer, immer soll, wie ihr Bock habt. Aber ich überlasse jetzt den beiden noch das letzte Wort. Ich sag tschüss, danke fürs Zuschauen und jetzt noch gerne an Paul und Antonia. Ihr könnt gerne da reinsprechen, das ist eure Cam. Du hast ja gerne das allerletzte Wort, ja? Genau. Also dann fange ich mal an, damit Antonia auch wie ansonsten. Was ihr vielleicht nicht wisst von ihr, sie weiß alles. Also sie mag es auch gar nicht, sie mag es gar nicht, aber sie weiß es halt immer besser, richtig? Richtig. Korrekt? Korrekt. Safe, Digga. ja, also von meiner Seite auch vielen, vielen Dank für die Zeit hier zusammen. Auch an Danny, der wirklich gehustelt hat und Tag und Nacht hier gearbeitet hat. Und ich werde nochmal was online stellen, so das Best of Danny, wo er überall eingeschlafen ist, weil er wenig geschlafen hat ansonsten, weil er so viel gearbeitet hat. Aber es war einfach eine geile Zeit. Mich hat es absolut bereichert und ich freue mich, dass ich Danny kennengelernt habe. Und wir hier echt eine geile Zeit zusammen hatten und ich hoffe, auch euch hat das Interview gefallen und falls ihr ansonsten noch Fragen habt, gerne direkt an mich. Ich kann mich Paul da nur anschließen, auch ein großes, großes Dankeschön an Danny, der hat alles hier so krass mitverfolgt, die ganzen Tage, wirklich Wahnsinn mit den ganzen Vlogs, also ihr könnt euch nicht vorstellen, der hat uns Tag und Nacht geschnitten, hat uns hier wirklich eine Erinnerung fürs Leben gezaubert, die Videos und ja. Weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja null in dem Game drin, ne? Aber wenn ich jetzt auch mal, ich habe ja auch angefangen, du hast mir Programme gezeigt und so. Es dauert. Und wenn man, wenn man wirklich das schön machen möchte, ja, es hat ja nichts damit zu tun, dass man alles bearbeitet und auf Hochglanz macht, aber das vernünftig schneiden, die passende Musik, dann doch nochmal die eine oder andere Farbe irgendwie anders machen und so, das kostet extrem viel Zeit und man denkt immer, mal eben so einen Vlog machen, aber ey, das ist so viel Arbeit und großes Dankeschön an Danny. Ja. Da sage ich danke für die Worte. Na? Ja. Danke. Und damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze jetzt und vielleicht. Hello, Bitches! Bye-bye, Bitches. Und vielleicht gibt's bald noch eine neue Reise. Wer weiß. Wer weiß ja schon. Das bye. War das Team. Yeah. Yeah, yeah. Bye-bye. Bye. Bye. Ciao. Wuhu. Ihr könnt uns buchen. Yes. Buchen? Ja, für Travel-Content. Als Team. Ja, die sollen uns mal buchen für Travel-Content. Ja, die neuen Leiter, die Videograf. Und dann machen wir schön hier. Dann machen wir.